Da sind wir wieder zurück und es geht direkt weiter mit The Last of Us Teil 2 Remastered Variante Nummer 1. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass das bei dieser einen Remaster Variante bleiben wird. Natürlich wird es alle 10 Jahre oder ja 5 Jahre, vielleicht sogar nur alle 3 Jahre neue Remastered Varianten von alten Spielen geben. Immer wieder, bis es nicht mehr geht, weil ihr kein Geld mehr habt. Nur dann. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Man muss die alten Sachen auch feiern. Und natürlich ist immer so ein, ne, so ein Hin und Her zwischen Klassikern, die man entweder im Original spielt oder neu aufgelegt werden. Und dann auch weniger originellen Spielen, die aber eben dann neue IPs gründen, die manchmal erfolgreich werden, manchmal nicht. Zwischen den beiden Zuständen pinkt man meistens als Gamer so ein bisschen hin und her. Zumindest wenn man sich für Singleplayer interessiert. Also Multiplayer ist man dann ja doch irgendwie eigentlich immer bei dem neuesten Shit dabei. Und Counter-Strike. Da gelten aber auch andere Richtlinien. Da geht es ja auch darum, wie viele Leute es gerade spielen, wie viel Potenzial man überhaupt hat dabei. Okay, ich mach mal gerade mir... Moment. Ich benutze den mal, ja. Wann gibt's das Simon Remastered? Ja, sobald AI das endlich kann. Sobald die aus meinen Videos, ich freue mich so drauf, wenn, ich sag mal 3 Jahre noch, dann gebe ich denen meine ganzen Videos zu fressen und dann gibt's einfach eine Kopie von mir. Und dann gibt's eine Kopie auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch, Swahili, weiß ich nicht, hier, Gestensprache, alles mögliche, Gebärdensprache. In allen Varianten. Ne? Also ich habe dann auch jedes Hobby, was man sich nur vorstellen kann, gibt es mit allen Varianten. So ein bisschen wie Rick and Morty. Mich gibt es dann als Angelmon, Yachtmon, aber natürlich auch den Mainstreammon, der einfach nur allen gefällt. So wie so ein Schluck Wasser. Edgymon, das bin ich. Also da nehme ich dann gar keine. Nehme ich dann keine AI. Da tue ich nur so, als wäre das eine AI, aber ich bin es eigentlich. Ihr lacht jetzt, ne? Aber das wird sowas von definitiv kommen, dass Influencer verschiedene Varianten von sich, dass du die quasi... Hey, ich möchte jetzt... Naja, PewDiePie ist ja eigentlich selbst nicht mehr da, aber als Beispiel jetzt, ich will irgendwas mit PewDiePie sehen. Und dann gibst du irgendwie ein paar Parameter ein und dann baut er dir einen PewDiePie, genau so, wie du ihn haben willst. Oh, wäre das schön. Für das Simon Remaster hat Naughty Dog so den Multiplayer eingestellt. Mon gibt's nur Single. Stimmt doch gar nicht. Ich bin verheiratet. Okay, wir sind durch. Hier muss man sich seine Wege eben machen. Hey, Dina. Ja. Das ist eine sehr gute Idee, Baba Sleeve. Aber was wäre ich dabei, Alter? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lustig ich das fände, so ein Fake OnlyFans zu haben. Da ist mir auch wirklich alles egal. Du kriegst 1:1 Längenmaße von mir. Längenangaben. Sieht aus wie der TV-Sender. 100% vertrauenswürdig. Komm. Ein bisschen wie die Altersangabe bei Tinder, ne? Ist genau so, genauso vertrauenswürdig wird das sein. Und natürlich auch den Stuhl, den werdet ihr auch sehen. Blank. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Das was? Klappe. Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Ich bin auch froh, hier zu sein. Die erste Folge ist übrigens... Was zum Teufel? Geil! War das? Die erste Folge ist auf YouTube jetzt schon. Eine was? Klickt da mal rein. Für mich. Macht jetzt mal alle einen Klick. Ihr würdet mir super helfen bei sowas. Wenn jetzt jeder auch nur einen Klick da mal macht, einmal einen Daumen hoch, ist das Ding sofort in den Top 10. Aber natürlich, so einfach ist es nicht. Aber im Grunde schon. Dafür kann man doch ruhig auch mal ein Like da lassen. Okay. Thank you.
Das ist keine Bärenfalle, sondern das ist ein bisschen heftiger. Das bereut man sein Leben lang oder eher kurz, wenn man da drüber läuft. Wo willst du hin? Hey, warte kurz. Für dich, damit du nicht so einsam bist. Wundervoll. Werde ich jetzt geclaimed? Immer noch keine Scars, noch 4 Stunden Schicht. Scheiße. Ich warte noch auf einen Kommentar von ihr. Vor allen Dingen dieser alte Hängesack da oben links. Herrlich. Ich habe ja diese Theorie, wenn man Leuten einen Stift gibt und wartet, dann gilt die mathematische Monsche Gleichung, je länger, desto Penis. Je länger man wartet und einen Mann mit einem Stift und einem Zettel allein lässt, desto Penis. Ich habe es nur noch nie in eine Formel pressen können. Irgendwelche Wolves? Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. Schätze, wir müssen hier runter. Ne? Das sieht immer so unschuldig aus, aber du musst nur einmal ausrutschen mit dem Kopf gegen den Stein tot. So, ne? Also das ist immer so ein... Das ist kein Spaß. Oh, Ellie? Ja, was hast du denn erwartet? Fuck. Mir geht's gut. Na los. Ach da. Okay, das war besser. Diese Lea? Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat eine ganze Stadt vermint. Wie konnte... Hey, da. Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Meinst du, sie hat was mit den Wurfs zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Ja, ja, ja. Aber so hochgehobene Hände, hochgehobene Hände. Schwierig. Man weiß nie, wofür sie stehen, aber wirkt ja jetzt erstmal, naja, das wiederum nicht so. Ach du Scheiße, die wurden alle erschossen. Hey, sieh mal, es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ugh!
alles okay? Ja, tut mir leid, es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Wieso ist diese Stadt so demoliert? In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Ich sehe keine Wolves. Nein. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Siehst du den TV-Sender? Ja, er ist da lang. Bergauf. Wow. Er Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Ich wette, er ist da durch. Geht nicht. Stabile Barrikade. Okay, tja, also. Stopp! Stolperdraht. Ach, shit. Gute Augen. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem, ein falscher Schritt. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Oh, schade. Gerne ich den Gummikollegen gerade umgehauen. Rebecca, inzwischen musst du mitgekriegt haben, dass ich nicht in den Bus gestiegen bin. Ich liebe dich, aber ich kann einfach nicht fassen, dass du dich mit diesen verdammten Faschisten zusammentust. Sie haben einen meiner Nachbarn getötet. Sie zerrten ihn auf die Knie und erschossen ihn vor seinem eigenen Haus. Er hieß Jimmy. Ich kenne ihn, seit er 13 war. Damals habe ich ihn dabei erwischt, wie er eine Zeitschrift aus meinem Laden klauen wollte. Ich war die Erste, bei der er sich geoutet hat. Er hat so ein seltsames Gebet gesprochen, bevor er starb. Ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf. Möge der Strom ruhig sein. Mögen sie mich heimführen. Ich werde erstmal zur Hütte gehen und überlegen, was ich jetzt machen soll. Ich hoffe, du kommst wieder zu Verstand und triffst mich dort. Fran. Ist kein Friend mehr von der Person, die offensichtlich hier eine dumme Entscheidung getroffen hat. Aber man hält sich in dieser Welt vielleicht dann doch an die Stärkeren. Das ist vielleicht auch gar nicht mal zu verübeln. Ja, ja, Mann. Motivier mich. Was ist das eigentlich? So eine Rüstung, ne? Sowas, irgendeine kleine Art von Rüstung. Das wäre, was ist das? Aber das wäre gut zum Anziehen. Ah. Ich dachte, da. Mann, kennt die sich aus. Sehr schön. Weniger Rückstoß. Noch, da ist noch was. Okay. Ding ist schon voll. Das Ding brauchen wir ein andermal.
Okay, Simon, denk dran, überall sind Stolperdrähte. Und da stolpert man nur einmal, obwohl da war ich noch nicht drin. Doch! Das war genau die Ecke, okay. Die haben dieses ganze Gebiet voll im Griff. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Sinn. Schlau. Das geht. Ja, habe ich mir von Joel abgeguckt. Das ist auf jeden Fall nicht der gegebene Sicherheitsabstand. Das hohe Gras macht mich nervös. Ja, die sind schwerer zu sehen. Okay, hier könnte es jetzt... Nee. Ich habe nichts zum Werfen gefunden, deswegen konnte ich bisher jetzt nicht die Fallen auslösen, die ich jetzt gerne noch auslösen würde, damit ich dran vorbei kann. Aber es sieht auch nicht so aus, als ob hier noch was ist. Ich glaube, ich muss hier einfach über die Autos drüber oder so. Na, vielleicht auch nicht. Mit Anlauf. Ich will mal wissen, ich kann doch bestimmt darüber springen. Nee. Geht dran! Das haben die extra so. Aber das war ich jetzt aber nicht. Aber das war ich jetzt aber nicht, Nils. Wer war das denn jetzt? Ich hab nur gar nichts mehr gedrückt. Aber dass du da überhaupt so runterspringst, nachdem das erste Mal schon so... Das muss ich die Scheiße jetzt nochmal machen? Ja, du musst alles looten jetzt. Ah! Ja. Okay, ich mach das ganz schnell. Wir machen schnell im Schnelldurchgang. Zack, 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 zack. Loot. Ja, erstmal die Waffe. Loot. Oh, Scheiße. Simon! Oh, das macht mich wahnsinnig. Wann hast du dir zuletzt selbst ein Spiel gekauft? Gestern? Nee, vorgestern. Vorgestern habe ich mir ein Spiel gekauft. Ich weiß aber gar nicht mehr genau. Ah, Vorsicht, Mädel! Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Mehr von dem Zeug. Huh. Okay, ich brauche was zum Werfen. Da. Mehr von dem Zeug. Da sehe ich doch eine. Nicht mit mir. Ne? Ah, ich hätte jetzt echt gedacht, dass die einem wenigstens auch was zum Werfen geben. Oder soll ich hier runter? Ja, wahrscheinlich soll ich hier runter durch, ja. Geil, oder? Können wir mal ein bisschen das Wasser angucken. Ein paar Leute im Chat sagen, es wäre farbarm oder flach von der Beleuchtung her. Ich weiß nicht genau. Es hat halt sehr... draußen sehr grell und
drinnen dann eben eher dunkel und mit der Lampe natürlich dann nochmal atmosphärisch. Ich bin sicher, es geht immer besser, klar, aber ich finde, das ist schon eine gute Remaster Edition, finde ich. Aber ich habe auch schon das Original lange nicht mehr gesehen. Man braucht es sicher auch nicht unbedingt, aber ich meine, es kostet 10 Euro. Weiß nicht. Wenn man das Original schon hat und nochmal spielen will, dann nimmt man halt diese Version. Und wenn man eine PS5 hat und sich fragt, warum habe ich das Ding gekauft, wenn doch so wenig dafür rauskommt, dann mache ich das genauso. Dann mache ich das auch hiermit. Dann kann ich immerhin was spielen, was die Power ausnutzt. Ah, verdammt. Schön, ne, wie der Wagen wackelt. Okay, hier hoch geht wahrscheinlich nicht, ne? Ist ja auch nichts. Hier! Oh, shit. Bleib da unten. Die Treppe ist verdrahtet. Kannst du sie hochjagen? Nicht hier. Genau in die gleiche Falle beim Let's Play mit Nils damals gesprungen. Tot. Ah, alter Schwede. Das ist eh so ein Phänomen, das entweder beweist... Ich bin gerade unauffällig. Das, kommt ja, ja zu uns. Das entweder beweist, dass wir in der Simulation leben, oder dass wir einfach alle mega identisch sind und immer eigentlich nur wie Roboter dasselbe machen. Wenn man sich die Let's Plays anguckt, alte und neue, desselben Spiels, da kommen häufig, passieren dieselben Sachen und wir machen auch dieselben Sachen und sagen dieselben Sachen und du denkst dir, ey, es ist echt lustig, wie uns natürlich immer wieder dieselben Gedanken an derselben Stelle kommen, aber auch exakt dieselben und man fragt sich, was bin ich eigentlich? Bin ich einfach nur ein Reaction-Bot? Da ist er. Okay. Leise jetzt. Ach. Scheint leer zu sein. Glaube ich nicht. Siehst du einen Weg rein? Noch nicht. Nee, ne? Rohrzange ist cool, aber letztendlich ist meine aktuelle Waffe noch unbenutzt, unbeschmutzt und stärker. Nee, das nicht. Schade, schon wieder zu viele Items. Na gut. Kann man eigentlich nicht zurücklassen, sowas. Vielleicht können wir hochklettern. Natürlich. Gehen wir rein. Tommy ist der Beste. So, jetzt kommen ja wahrscheinlich mehr Menschen als Infizierte. Der Pfeil. Und deswegen... Ah, da.
Deswegen switche ich natürlich jetzt mal auf die schallgedämpfte Pistole. Guten Abend, Simon. Kurze Frage, hab mir letztens ein altes Video von FTV angesehen. Hausparty, bei der Nils sich als Undercover-Polizist ausgab, als sie anrückten. Hat sie ein Nachspiel für gegeben? Als ich das Codewort Exitus Alpha gesagt habe, hat er kurz überlegt, fuck, habe ich nicht aufgepasst gestern beim Morning Briefing. Aber ey, ich war so kurz davor, die Party zu retten. So kurz davor. Ja, aber was ist jetzt mit dem Deal? Ja, er lässt jetzt meine Arbeit hops gehen. Er lässt jetzt 15 Jahre. Das geht doch nicht, du hast da 15 Jahre. Ja, habe ich ihm auch gesagt. Du hast deine Familie verloren. Ey, ey, ey. Deine Frau. Hey, er prüft das gerade. Jetzt will ich ihm geraten. Ja. Ich sag dir, der ruft ganz nach oben. Polizei. Ja, Polizeitrand. Polizei. Der Trant ist an unser Undercover-Agent. Allererster Kanone. Unser Themann. Hat sie ein Nachspiel für gegeben? Nein, Hamburger Polizisten haben alle Sinn für Humor und die haben genug Bullshit den ganzen Tag. Da sind die froh, wenn jemand sie mal nett behandelt und sich ein bisschen mit ihnen amüsiert. Aber es ist immer ein risky Business natürlich. Aber der Nils lebt einfach am Rande des Vulkans. So ist sein Leben schon immer gewesen. Wir haben schon lange nicht mehr ins Tagebuch geguckt, ne? Yakima, ach, das haben wir. Was ich weiß, es sind ehemalige Fireflies aus dem Krankenhaus. Das ergibt Sinn. Mein Bauchgefühl hat mir das schon die ganze Zeit gesagt. Die WLF hat einige von ihnen aufgenommen, nachdem sie sich aufgelöst hatten. Sie sind nur nach Jackson gekommen, um Joel zu töten, Joel zu foltern. Ihn zu töten hat ihnen nicht gereicht. Abby versteckt sich im Aquarium. Was ich nicht weiß, warum versteckt sich Abby? Ist das wichtig? Wo sind die anderen? Spielen sie eine Rolle, wenn ich mir Abby schnappe? Nein. Wo ist Tommy? Lebt er noch? Er muss einfach. Sollte ich Dina und Jesse hiervon erzählen? Nein. Sie dürfen nicht erfahren, was Joel getan hat. Sie würden es nicht verstehen. Verstehe ich es? Ich mag, dass diese Tagebucheinträge kurz sind, prägnant auf den Punkt und nicht so endlos ausformulierte Geschichten. Ne? Sei vorsichtig. Nee. Mein Gott, so sehen aber nicht die Fernsehstudios aus, die ich kenne. Will aber. Hier haben wir bestimmt was. Genau, also was könnten wir? Verbesserte Medikits anfertigen. Ja, aber wir haben eh alle voll. Gegner, die du im Lauschmodus siehst, werden deutlicher angezeigt. Okay, aber die anderen Sachen sind eigentlich verbesserter. Das sind alles gute Sachen. Die schnellen, lautlosen Kills sollte man so früh wie möglich bekommen. Ja. Und als nächstes haben wir dann sehr schön. Tödlichen Schaden überstehen.
Ellie, was ist damit? Na, womit? Was? Kannst du noch mal zeigen? Hast du gerade einen Schlaganfall gehabt? Was? Wo denn? Das Let's Play mit dir und Nils, wo The Last of Us 2 gespielt habt, war eines der besten, die ihr je gemacht habt. Die Stimmung war mega und wie ihr euch auf das Spiel eingelassen habt mit einer Prise Witz war genial. Ach, das trifft doch auf alle unsere Let's Plays zu. Aber ja, klar, diese Zweier-Runden machen immer Bock. Gibt ja jetzt andere Konstellationen, aber die machen deswegen nicht weniger Bock. Das ist halt die eine Sache, die man bieten kann, die jetzt vielleicht andere Streamer nicht so sehr machen. So dieses Zusammen-Let's Playen, weil wir halt die Leute auch da haben natürlich. Und es hat natürlich auch Nachteile so, dass man nie, man muss immer so vorsichtig spielen, dass wenn man stirbt, der andere drankommt meistens. Deswegen, also so spielt man ja meistens, das macht es dann irgendwie anstrengend. Aber man kann zusammen so schön philosophieren über alles. Ah, hier. Also, so wie ich das verstehe übrigens bei Rocket Beans, das, was ich weiß, ist natürlich jetzt nur das, was ich mit Ede und Nils und Budi und so bespreche, aber der Let's Play-Kanal in dem Sinne ist, wird nicht verschwinden. Definitiv nicht. Der wird sich nur nochmal verändern. Aber das wäre ja auch nicht das erste Mal, eher das fünfte Mal. Ich weiß nicht. Aber es ist eine Botschaft. Das ist gerade erst passiert. Meinst du, sie sind noch hier? Ich hoffe nicht. Bald die Augen offen. Alter, okay, jetzt sehe ich das erst. Was hier noch passiert ist, das ist nun wirklich eine Botschaft. Oh. Die musst du ja auch noch alle runterholen, dann da von ihren Seilen und dann den Körper weg und dann glitscht da alles raus. Und uiuiui, das ist heftig. Erinnert mich gerade an dieses Fernsehstudio in Ecuador, was gerade übernommen wurde, oder... Ich weiß gar nicht, was da der Stand ist, aber es ist ja, sind ja so Rebellen da eingefallen und haben die alle Geiseln genommen. Alter, absoluter Irrsinn. Irrsinn. Die Leute werden crazy, wenn sie es nicht schon sind. Munition voll. Das kann ich nicht akzeptieren. Ernsthaft? Gerade nochmal gucken. Genau. Immer hin und jetzt? Nee, falsche Muni. Los, mir nach. Naja. Dir nach. Tolle Musik, muss man an der Stelle auch mal loben. Die Soundeffekte sind fantastisch. Die Geschosse, die Schüsse, so wie das aussieht, wie es sich anfühlt, klingt einfach ganz toll. Aber was man wirklich auch nochmal loben muss, ist diese sphärische Score-Musik, die einfach nur so drunter liegt. Ganz toll. Hier lang, glaube ich. Wirst du es komplett durchspielen? Ich bin jetzt mittendrin, habe so meine 6, 7, 8 Stunden ungefähr drin. Fast. Noch nicht ganz. Und habe vor, das weiterzuspielen. Ich habe schon vor, es zu Ende zu spielen. Aber ich habe jetzt nicht den Megadruck, weil es gibt ja wirklich schon
mindestens ein Let's Play mit mir in diesem Spiel. Und deswegen ist es nicht so notwendig, aber es macht schon direkt wieder Bock. Muss ich zugeben. Also ich gebe mal ein vorsichtiges Ja, aber ich habe gelernt, da in Zukunft sehr vorsichtig zu sein mit diesen Ansagen. Ja, ich muss die Dinger benutzen. Jetzt wird es langsam unangenehm. Ich muss doch den Loot mitnehmen. Dann brauche ich auch gar nicht mehr Nebengeschichten machen. Dann reicht es ja wirklich, wenn ich einfach nur dem Hauptstory-Strang folge. Schöne Erklärung, Edward Laser. Der Sounddesigner hat viele Sachen sehr natürlich ohne Digitalgedöns aufgenommen. Alright. Das. Ja, man hört es. Also, es ist einfach. Ich meine, ich frage mich eh, warum es mittlerweile nicht sowas wie eine richtig große internationale Soundeffekte-Sammlung für Waffen und Co. gibt. Gesponsert von der NRA und dem amerikanischen Militär, wo amerikanische Waffen auch alle nochmal ein bisschen besser klingen, nochmal ein bisschen mehr Pfiff haben. Also irgendwie frage ich mich das, genauso wie ich mich frage, warum so Bäume nicht einfach schon längst einfach als Algorithmus irgendwo gebaut werden können. Muss man die manuell bauen? Immer noch? Ich meine, wie viele Millionen Bäume müssen in Spielen gebaut werden, bis man sagt, so, jetzt haben wir aber wirklich genug, die müssen jetzt nur noch hochskaliert werden. Aber ist wahrscheinlich in Zukunft mit AI alles völlig egal. Da gibst du nur den Polycount ein, was das Maximum ist für so einen Baum und welcher Klimazone und so, und dann wird der einer gebaut. Also ich bin so gespannt. Ich hoffe, dass das Ganze hilft, Spiele früher zu entwickeln, weniger stressig für die Entwickler auch. Ich hoffe, dass das alles hilft. Und ich hoffe, dass diese Schrotflinte noch funktioniert. Speedtree ist eine Game Engine. Ja, aber kann die nur Bäume? Weil das bringt dann ja auch nichts, ne? Ich meine damit schon, man müsste sich so auf die speziell Unity zum Beispiel, auf die Engines eignen. Und das dann da zusammen schaffen. Ist eine Middleware, okay, interessant. Ja, wie gesagt, war nur eine Idee, die ich schon lange habe, aber ist ja gut zu sehen, dass das scheinbar nicht nur bei mir so ist. Ich nehme mal die Sprengfalle in die Hand. Wo ist sie denn? Ich hatte sie doch in der Hand eben. Vielleicht kann man ja auch messern. Shit. Hier ist kein Gegner. Der hat einfach schon harte Arbeit gemacht. Das ist sie. Lia. Sicher? Ja. Das Universum war wirklich gegen sie. Hm? Sie hat nichts dabei. Sechs, hier ist zwei, bitte melden. Sechs, bestätigen. Over. Dina. Hm? Das sind sie alle. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln. Das ist sie. Die hat ihn umgebracht. Drei erledigt, ja? Drei erledigt.
2, bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole, begleitet Scheiße. Einheit India. Ja, Over. Wir sollten hier weg. Naja, sie ist tot. Wie geht's dir? Ich ärgere mich, weil wir nicht mit ihr reden konnten. Ja, aber sie hat Joel nichts getan. Es wäre falsch gewesen, sie zum Reden zu zwingen. Sie ist hunderte Meilen gereist, um ihn zu fordern. Ist mir egal, ob sie die Keule gehalten hat. Ja, Mann. Verstehe. Bin voll bei dir. Lass uns darüber gar nicht diskutieren. Leas Zeug durchgehen. Oh ja. Gehen wir weiter in die Stadt. Wir könnten ein sicheres Gebäude suchen. Ich brauche mehr Kapazität für den Kram. Keine, warum kann ich davon nicht mehr? Scheiße. Es ist wirklich traurig, wenn man Loot zurücklassen muss. Es gibt fast nichts Schlimmeres. Rü, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass die Scars, die du an der Küste geschnappt hast, geredet haben. Isaac soll ziemlich beeindruckt von dir sein. Ich weiß, du hast deine Zweifel, aber jetzt musst du alles geben. Zeig ihm, dass die Aktion an der Küste keine einmalige Sache war. Dann hast du ausgesorgt. Überleg mal, wie wenig Leute eine solche Chance bekommen. Ich bin stolz auf dich. Dad. Okay, ganz kurz, Mädel. Hier ist noch ein Räumchen. Nee. Gebäude sein. Achtet aufeinander. Einer muss zum Funkgerät und das melden. Sofort. Mir nach. Was hast du vor? Hat nicht hingehauen, leider. Ich wollte die natürlich jetzt alle kriegen, aber die Sprengfalle ist ja leider nicht zum Werfen. Was bringt es, sie jetzt darunter zu holen? Los! Vielleicht kann ich sie ja alle irgendwie wohin locken. Da mit so einem Backstein irgendwo so in eine Ecke. Ich glaube, ich habe was gehört. Los, komm. Pass auf. Ah, der letzte Schuss war dann zu laut, ne? Aber dafür haben wir das ja. Nee, das wollte ich nachladen. Nee, die Waffe, der Schalldämpfer ist doch genau, okay.
Aber sie hat's nie gesehen, ne, wer sie erwischt hat. Oh, wie hart, ey. Noch jemand? Glaub nicht. Ich höre noch mehr. Hier lang. Los, komm. Ja, aber erstmal alles einsammeln. Da oben! Mist! Ellie, na komm! Vorwärts! Ja, okay. Shit. Nö, haben noch genug. Ja, genug von allem. Das sind sie! Wir haben sie! Ellie, durch das Fenster hier! Von hinten dann zuschlagen! Hoch. Jetzt bist du am Arsch! Hier lang! Hier drüben, los! Hier? Shit! Okay. Ich weiß, ich müsste eigentlich abhauen, ne? Aber ich will die auch alle wegmachen. Ah, genau einen Schuss habe ich nicht mehr. Obwohl, komm. Wo? Musste die einfach alle töten. Tut mir leid. Ging nicht anders. Das war ein Riesenfehler, ne? Aber egal, es war's wert. Weg. Oh. Wir müssen weiter.
Hm. Ah. Ich hoffe, da geht's durch. Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Ah. Ich hätte die wahrscheinlich auch aufeinander hetzen können, oder? Glaube ich. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Ich überlege, ob ich den auf die Jungs hetzen sollte. Könnte klappen, ne? Ja, Mann! Oh, ich dachte gerade, da wäre einer hinter mir. Also da drin sind noch ein, zwei Leute. Oh ja, der läuft da auch gerade schon hin. Sind das jetzt nur noch? Krass, da ist keiner mehr übrig, ne? Das ist ein Wackler, das ist ein Wackler, das ist auch ein Wackler. Pech gehabt. Ah.
Maschine. Hält dich! Zu ist die Tür! Okay. Ja. Yeah. Danke. Baby. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Gute Ecke. Gute Ecke. Jules. Echt? Jules? Vielleicht hier durch. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars. Ich frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. Und die Wolves ausgeweidet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Sag bloß. Immer schön rein in den Matsch. Das ist wundervoll, die entfernten Schreie zerstückelter Gegner machen mich glücklich und bringen mir ein Lächeln auf die Arschbacken. Scheiße! Hast du jemals sowas gesehen? Bloater haben Säuresporen. Aber das klang nicht wie ein Bloater. Was immer die bekämpfen. Wir sollten die sich gegenseitig töten lassen. Oh ja. Ich wünschte, es gäbe so eine klassische Kiste à la Resident Evil. Wäre natürlich sehr unlogisch, aber wo man die Sachen, die man nachgebaut hat, schon irgendwie verstauen kann. Aber dann hast du irgendwann 30 von diesen Granaten oder so. Das ist vielleicht auch blöd. Okay. Hilft alles nicht, ne? Wir haben nicht genug. Keinerlei Möglichkeit. Schade. Eine verschwendete Werkbank. Gehen wir vor. Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Das sollte gehen. Nee, Moment, ich hab doch L1 zum Klettern. Nee, einfach nur oben. Okay, und L1 ist dann zum Schwingen? Nee, auch nicht. Entschuldigung, ich check grad nicht, wie man schwingt. Hoch. Ja, habe ich doch versucht. R1 und den linken Stick. Ihr seht's, ne? Ach, R1. Oh Mann, ey, Simon. L und R.
Nö, nix kann ich machen. Aber bald wieder. Die Leiter ist kaputt. Verdammt. Nee, keine Ahnung, was man hier machen kann. Aber hier hochklettern ist es nicht. Ah. Dina, hier lang. Hier ist noch ein Klettler. Los, weg hier. Sam, Vorsicht. Ich hab dich! Du Scheiße. Ich bin da direkt mit der Hand rein. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Je länger die Infizierten vor sich hin mutieren, desto stärker werden die eben und dann haben die diese verschiedenen Stufen. Und die Ältesten haben dann eben auch die größte Stärke. Nicht sehen, okay. Gut. Denke ich doch. Die riechen das nur. Die hören das doch nur. Ich dachte, dass man die abstechen kann, aber nein. Okay, das war ein bisschen zu viel, ne? Das war ein bisschen zu viel Säure. Aber ist gut, jetzt haben wir wirklich nochmal eine Chance, das nochmal richtig zu machen. Also von hinten geht schon mal nicht. Bomben, ja. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. Sie hat die Bombe gelegt. Da musst du natürlich aufpassen. Fast. Jetzt machen wir es noch einmal richtig. Jetzt machen wir mal hier Ellie allein zu Hause. Warte mal ab. So, Bombe. Hier hin. Nächste Bombe. Hier hin. Und die dritte.
Warum? Scheiße, pass auf! Anders geplant, hat teilweise geklappt, teilweise nicht. Oh, oh, scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Der neue Shambler. So haben sie sie genannt? Ja, woher kommen jetzt wieder Shambler? Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Ich denke mal, ich habe vielleicht irgendwas. Ich muss einfach hier übers Menü gucken, dann ist es leichter. Das hätte man nicht machen können, wenn man sie nicht vorher erledigt hätte. Merkst du einen großen Unterschied zur normalen Version? Naja, einen richtig großen nicht, aber es ist schon ein Unterschied. Okay. Muss man schon sagen. Es ist vor allen Dingen aber auch ein guter Grund, dieses fantastische Spiel nochmal anzufangen. Soweit ich das sehe. Das alleine ist mir fast 10 Euro wert. Shambler? Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Warum kann ich denn das nicht doppelt haben, genauso wie rechts mit den Waffen? Nö, soweit alles okay, aber warum habe ich hier nicht beide? Naja. Ah, okay, das ist super, dass das auch über dieses Menü geht. Genug gebastelt. Na, da war ein Kärtchen. Nee, das war... Was ist das denn? Ach hier, die heilige Troller. Hey, die sieht doch aus wie die Frau vom Scar-Graffiti. Ja.
Hey Dewey, hast du wieder mal den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Der Code ist 152 Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, das sind genug Hinweise. Wenn du den Rest nicht alleine rausfindest, hast du es auch nicht verdient. 152 und dann eben irgendein Shit. Na toll. Sind ja nur 99 Kombinationen. 152 ist vielleicht noch irgendwas anderes, wo man das die restlichen Zahlen sehen kann. Nee, vielleicht nicht. Mal sehen. Eins. Ah, okay, es ist so ein Ding. Fünf. Zwei. Frage ist nur 4-3 oder 3-4? Ja. Wie hast du das gemacht? Magie. Durch die Kunst der Deduktion. Doch nicht. Ist da vielleicht sonst noch irgendwas? Ja! Ups. Wäre das die Asservatenkammer ist, müsste da doch eigentlich einiges sein. Ist es aber nicht, okay. Hier waren wir auch, glaube ich, schon, ja. Nee. Man kommt bestimmt irgendwo durch. Sehr optimistisch. Die Frau kennt ihre kleinen Kanalisationsecken. Es gibt immer einen Weg. Wäre dann soweit, hier abzuhauen. Ja, ich auch, um echt zu sein. Ja. Genug davon, ey. Na, nehmen wir doch die.
Sekunde. So. Hölle war hier los. Ich würde sagen, ein Zugunfall. Danke, Sherlock. Oh, komm. Bisschen Kleinkram, wusste ich's doch. Jetzt habe ich nämlich genug. Lauschmodus, Geschwindigkeit erhöhen, bessere Medikits. Ja, machen wir erstmal das. So, jetzt warten wir auf die 40, würde ich sagen. Na, wobei die 60 ist auch nicht schlecht. Mehr Rauchbomben, der habe ich noch gar nicht so richtig benutzt, ne? Wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ich habe da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Hier nicht, da auch nicht. Da durch der rote Kasten. Genau. Dina? Ja, ich komme. Nee. Ich helfe dir da hoch. Ja. Was ist das? Eine Treppe. Komm. Okay. Auf geht's. Schon fast geschafft. Voran. Ah, leider keine Schuss. Ihre Maske. Ellie, deine Maske. Hier. Duct Tape. Wir können meine Tür. Nein, 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 nein. Diese Tür. Ellie, hör auf. Ellie, stopp. Was? Nein. Ellie, nein. Stopp. Ich bin nicht infiziert. Bin immun. Ich huste nicht. Siehst du? Fuck. Dina? Shit. Kannst du laufen? Ja. Ja. Dann ich sie weg. Los. Lauf, Dina! Ellie? Ich bin hier! Nicht weg, aber jetzt!
Ja, 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 ja. Hin! Okay, ja, geradeaus gucken. Hey. Wir könnten uns im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Oh. Fast geschafft. Das können Sie gut. Das letzte bisschen Adrenalin aus rausshaken. Hier. Geht's? Okay, sieht gut aus. Na komm. Keine Zeit für eure perversen Wünsche. In welcher Bewerbung du mal aus Versehen nackt rumgelaufen bist? Einmal Hotel, einmal zu Hause, als die Putzfrauen da waren, inklusive ihrer jungen Tochter, also die jungen, 17, aber es war sehr unangenehm. Und gerade Sporen eingeatmet. Schwimmbad. Das war's. Du weißt doch. Ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ach, komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy. Und Joel sind die Einzigen, die es wissen. Wussten. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen Habe ich mir bei dem Brechen schon gedacht. Ich hab das vergessen. Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder?
Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Ich frage mich, wie viele in diesem Stück sterben. Ich weiß genau, dass ich das letzte Mal auch schon gesagt habe, dass es eine absolute Frechheit ist, dass hier nichts drin ist. Oh, da ist was drin! Geil, okay, lustig. Haben wir nie versucht, glaube ich, weil die nicht aufgetaucht ist. Ha! Doch was drin. Ja, manchmal lohnt es sich, auch ein Remaster zu besuchen. Dann hat man schnell Sachen übersehen, merkt man. September. Ich, Paris, Green und Adams haben es vor 2 Tagen zum Horchposten geschafft. Bisher läuft es insofern gut, dass die WLF hier noch nicht aufgetaucht ist. Die Stadt ist an die WLF gefallen. Nur durch pures Glück und gutes Timing konnten wir aus dem Hauptquartier entkommen. Torres, Ward und die anderen sind wahrscheinlich tot. Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen. Im Moment bin ich einfach nur froh, dass ich am Leben bin. 6. September. Ich kann nicht schlafen. Ich habe hohes Fieber. Keine Medikamente. Ich habe überall gesucht. Wir haben nichts außer unseren Uniformen. Über Funk kriegen wir keinen Kontakt. Wie viele von uns haben es rausgeschafft? 7. September. Ich habe immer noch Fieber. Ich habe keine größeren Wunden, also kann es eigentlich keine Infektion sein. Die anderen wollen warten, bis es dunkel wird und dann im Krankenhaus Medikamente für mich besorgen und Vorräte für die Weiterreise, wohin auch immer. Sie sind echt okay. 10. September. Das dürfte nicht so lange dauern. Okay. Die Notiz ist alt. Trotzdem, lieber vorsichtig. Aber er hat es ja scheinbar rausgeschafft. Oder ist irgendwo anders gestorben, weil hier drin ist er jetzt nicht an seiner Krankheit verendet. Aber so ist das, ne? Die Apokalypse. Ich kann es immer wieder nur sagen, die schönsten Elemente von The Stand sind meiner Ansicht nach die ganz vielen kleinen Einblicke von Stephen King in die Leben der Menschen in den Wochen nach der Apokalypse. Oder während der Apokalypse, sagen wir es mal so, während alles langsam auseinanderfällt und viele Leute einfach an einer banalen Sache zugrunde gehen, obwohl sie doch diese Supergrippe überlebt haben, dann trotzdem sterben, weil sie sich irgendwo an einem Nagel Tetanus holen oder so. Also es ist wirklich so. Da kriegt man das mal mit. Man stellt sich das so ein bisschen romantisch vor, so Endzeit überleben, aber in Wirklichkeit würden wir alle jämmerlich zugrunde gehen. Allein schon, weil kein Internet da ist. Also ich zumindest. Und ich kenne noch ein paar andere. Ede zum Beispiel. Ede würde vor mir am Internet zugrunde gehen. Aber ich würde relativ kurz danach folgen. Ich habe ja noch Bücher, das ist das Ding. Ich kann mich noch ablenken. Aber der Ede kann ja nicht lesen. Und das macht es natürlich dann schwierig. Da kann er dann nur so die kleinen Kinderbücher und so Bilderbücher, die große Raupe Nimmersatt, wo du deinen Finger durchsteckst. Da kannst du den Ede auch eine Woche lang mit beschäftigen. Aber irgendwann wird er depressiv. Okay, wir können raus. Machen wir gleich. September 13. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen. Sie kommen nicht zurück. Entweder sind sie überfallen worden oder sie haben mich im Stich gelassen.
Es ist nicht meine Schuld, dass ich krank geworden bin. Wenigstens ist das Fieber jetzt weg, aber dafür sterbe ich vor Hunger. Ich sollte mir in den Häusern hier was zu essen suchen und dann mal sehen, ob ich irgendwen über Funk erreichen kann. 15. September. Der Dauerregen bedeutet zumindest, dass ich nicht verdurste. Leider setzt dadurch auch ständig die Stromversorgung aus. Nicht gerade günstig, wenn man funken will. Moment. Es antwortet so eher sowieso niemand. Die WLF kann unmöglich alle Fetra-Horchposten ausgelöscht haben. Niemals. Ich muss es weiter versuchen. 16. September. Ich habe geträumt, dass ich an einer Schusswunde verblutet bin und sie lachend daneben gestanden haben. Vor einer Stunde bin ich aufgewacht. Ich habe im ganzen Körper gezittert. Ich brauche eine Zigarette. Man sollte ja meinen, dass in einem Theater irgendwo ein oder zwei Päckchen rumliegen. Aber nichts. Der Strom ist schon wieder aus. Ich werde mal aufs Dach steigen und nachschauen, ob ich ihn wieder zum Laufen kriege. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir überlegen, hat das also er hat es natürlich nicht geschafft, aber liegt er da oben jetzt brach in einer Lache aus seinem eigenen geronnenen? Ich glaube ja. Ich sag ja. Es ist selbst virtuell total befriedigend, so eine Maschine mit der Kraft der eigenen Hände zum Laufen zu bringen. Bist du lieber? Ja, besser du als ich. Ah, ja, jetzt verstehe ich. Der wollte hier mal kurz checken. Ja. Das war keine Blitzidee. Das war nicht sein hellster Moment. Das, da hat er für eine Idee Feuer gefangen, aber es war die falsche. Tja. Ich würde mir jede Menge Kräuter zum Rauchen anbauen. Tatsächlich haben wir das Thema hier im Spiel schon abgehakt nach 2 Stunden und haben den örtlichen Dealer und seine Plantage gefunden. Und es wurden sogar Marihuana, weiß ich nicht, was man damit macht, gespritzt. Auf jeden Fall gab es was damit und sie haben illegale Drogen konsumiert. Das Ende der Welt hört nicht bei der Gerichtsbarkeit der deutschen Behörden auf, auch wenn ihr in Seattle seid. Im deutschen Wesen soll Seattle genesen. Au. Was ist das? Okay. Viel mehr ist hier nicht, ne? Da, die Nummer haben wir abgegrast. Hier waren wir drin. Oben waren wir auch. Ja. So, jetzt kümmere dich mal um die schwangere Frau. Nee? Ich gehe nochmal hoch. Vielleicht habe ich oben noch eine Sache übersehen.
Irgendwas aktivieren? Ich habe das Gefühl, ich müsste nochmal das Radio nutzen, aber es geht ja nicht. Vielleicht kommt dann irgendwie irgendwas getriggert, irgendein Radiospruch. Vielleicht muss ich oben die Antenne noch bearbeiten. Apropos, ach, das geht nicht weiter. Okay, schade. Das ist ein interessanter Gedanke, den ich gleich zurückwerfen kann. Du schreibst nämlich, Joko, was bringen dir Drogen, wenn ich irgendwelche Zombie-Dinger verfolgen? Würde ich nicht nehmen. Ja, aber es gab auch hier das Lehrstück eines Pärchens oder Freunde, die hier auch immer zusammen getrunken haben. Schwarzgebrannten, obwohl er ja eigentlich genug überall zu finden wäre. Aber egal, Schwarzgebrannten. Und es wird nicht konkret gesagt, ob es daran liegt, aber sie wurden überfallen von Infizierten und einer gebissen. Und dann kann man natürlich schon sagen, ja, war eine dumme Entscheidung. Aber wenn du in der Apokalypse bist, dann muss man nehmen, was geht. Du musst den Tag leben. Das sind die wahren Menschen. Die leben von heute aufs Morgen. Das ist schon richtig. So muss man es machen. Also, naja, ich sage jetzt nicht, besauft euch. Aber wenn ihr in der Apokalypse seid, dann sage ich euch, nehmt, was ihr kriegen könnt. Ja, aber das hilft nicht, leider. Verdammt. Ich habe hier nichts erreicht. Karte habe ich auch nicht. Das finde ich gut, dass es einem auffällt. Der Rucksack ist nicht richtig geschlossen. Gleich ist alles da drin nass. Sehe ich auch, immer. Ich gucke da drauf und denke mir, mach doch die letzten... Du machst ja auch den Reißverschluss total kaputt. Der reißt ja dann an den Stellen auf. Weißt du, aber dann sich beschweren, wenn du den alle, jedes Abenteuer wechseln musst. Ist für die Pfeile. Okay. Okay. Okay, aber dann hol dir doch einen Köcher. Okay, letztes Mal, dass ich hier noch einmal so rumsuche. Ich glaube, ich muss einfach irgendwo noch eine Tür aufmachen und habe das bisher nicht gefunden. Ich weiß, geht nicht auf, trotzdem. Ach, ich habe den Schlüssel ja. Das ist immer das Schlüsselproblem. Man nimmt ihn, grapscht ihn, denkt so, ja, Schlüssel. Vergisst total, wofür er eigentlich da war und dass man ihn jetzt, ne, für den nächsten Abschnitt brauchen kann. Ach, so viele mögliche Itemplätze. Aber ich kann nicht durchlaufen, gut. Das hilft. Sick Habit. With Bright Shithouses. Brick Shithouses. $25. Aber gut, immerhin für die Kinder, ne? Gruselig. Niemals. Gitarre. Thank you.
Das Lustige ist, ich kann all diese Akkorde, ich kann trotzdem keine Gitarre spielen. Woran liegt's? Krieg ich direkt so Gänsehaut. Das klingt doch allmählich nach was. Ach, ich bin schlecht. Nein. Dir muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Ach, ist das schön. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst du nicht drauf? Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Wieso sagst du da nicht... Mehr gehen, weniger reden. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Es ist einfach immer wieder gut. Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Ich muss schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du klingst schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her, sieh dir das an. Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ja? Sieht aus wie... Herrlich. Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Und wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? Ist es ein neues Paar Turnschuhe?
Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Hier. Okay. Ach, scheiße. Genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die sollen mega sein. Ach du Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Der König der Echsentyrann. Na, du Großer? Ach, es ist so eine schöne Sequenz, alles genau an der richtigen Stelle auch. So ein schöner Rückblick, nachdem man ja mit Joel einfach andere Momente hatte bisher. Ist das nochmal so schön warm? Was tust du da? Nicht springen! Kletter einfach runter! Naja, sie macht's eh. Hey, hey! Das ist sehr, sehr dumm eigentlich. Hast du das gesehen? Ja, hab ich. Oh, war das nicht super? Super, dass du dir nichts gebrochen hast. Der ist sichtlich gealtert. Ich hätte es gemacht, dass er danach ein paar mehr graue Haare hat und ein bisschen mehr Falten, wenn man wieder auftaucht. So stelle ich mir das zumindest vor als Elternteil eines dummen Kindes. Ja, ich will ja. Oh, was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Wow, hat er aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesen Filmen damals. Ich habe das nie nachgeguckt, aber hat sie eigentlich recht oder er, was diesen Pseudo-Velociraptor angeht? Weil die sehen so ein bisschen aus, aber... Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment, ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Das ist wirklich ganz witzig. Es ist auch witzig. Ja, da hat sie schon recht. Oh, schon klar. Okay. Compsognathus. Puh, großer Name für die Zwerge. Ja, die griffen als Schwarm an. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht.
Triceratops heißt Dreihorngesicht. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Triceratops. Wenigstens einer, den ich kenne. Brachiosaurus fraß täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. Das Dimetrodon war ein Spitzenprädator. Was ist ein Spitzenprädator? Der allergrasseste Prädator. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Gallimimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Ich muss die ganze Zeit an diese Rick and Morty-Folge denken, wo die intelligenten Dinosaurier irgendwann zurückkommen auf ihren Planeten und ich will jetzt auch nicht alles spoilern, aber dann gibt es ja auch so andere Universen, wo dann irgendwie die Dinosaurier ganz anders zusammengebaut sind oder so. Ich erinnere mich nur so vage. Aber das fand ich immer sehr lustig. Es ist wie so ein Lego-Set, ne? So ein riesiges Lego-Set. Ich glaube, wir haben das bei uns aber übrigens auch. Früher Dinosaurierknochen wurden auch so richtig scheiße zusammengesetzt. Und denkst du so, okay, ihr hattet einfach nur so eine Kiste voller Knochen, habt ihr überlegt, was kann man daraus bauen? Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Ja, aber ist doch eigentlich egal, ob ich das jetzt aus Filmen oder einem Buch kenne. Ist doch am Ende auch egal. Velociraptor. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velociraptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Der ist definitiv kleiner, auch würde ich sagen, als die Raptoren in den Filmen, ne? Aber ja, klar, die müssen natürlich ein bisschen Bedrohung sein. Ich weiß aber auch nicht, jetzt frage ich mich auch, wie groß sind sie denn wirklich? Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus wie Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet, Peng, Tommy. Ach ja, eine richtig schöne Museumstour. Dinosaurier gehen immer. Warst du oft in Museen? Ja. Ja, Sarah liebt Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Ja, komm doch mal her. Er sieht irgendwie lustig aus, ne? Hallo, hallo. Die Augen sind ja wahrscheinlich hier, ne, neben dem Kopf von ihr. Aber wenn hier jetzt, vielleicht war ja auch hier ein drittes Auge drin. Hallo. Ich seh's. Fake News. Wir werden es nie erfahren. Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Hey Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Nee, ich nicht. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur,
Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Ja, mit diesem Hilfssatz, den ich auch kenne noch, ja, kann man tatsächlich sich das merken. Hey Joe, rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben's überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Wäre ich mir nicht sicher. Wow. Erzähl noch was Interessantes. Astronauten sagen, der Mond riecht wie Schießpulver. Das ist interessant. Aber warte, wir haben die... Oh, sie haben die Mondproben natürlich reingeholt. Und ich schätze später dran gerochen. Ja. Hätte ich auch. Nur wenn du dran riechen kannst, ist es wirklich da. Okay, was jetzt? Frag du es mir. Frag mich. Ich weiß nicht. Wer war der erste Mensch im Weltraum? Ah, leicht. Juri Gagarin. Gagarin? Ist das... Gagarin, oder? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hab's nur gelesen. Jedenfalls flog er am 12. April 1961 ins Weltall. Ich bin beeindruckt. Wie viele Bücher hast du darüber gelesen? Weißt du, wie oft wir auf dem Mond waren? Zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären es sieben. Lenkrad. Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Sehr interessant, das Profil und so, ne? Wie das aus so einem Gitter gemacht wurde. Space Artifacts. Space Shuttle Tiles. Ah, schon geil, oder? Eigentlich schon geil, was wir... Das ist, bist du in einem Museum, guckst dir alles an, denkst, ja, wir Menschen sind schon geil. Aber dann guckst du in die Nachrichten und merkst, naja, bisschen overhyped. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Das wäre ein Helm. Ach. Ach, hier. Voll übersehen. Wenn das Ding zufällt, während du drin bist, in dieser Zeit. Vorsicht! Albtraum. Wow.
zum Teufel? Oh. Okay. Wow. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Oh, echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Die Augen. Du wirst es mögen. Okay. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. Sehen wir uns noch ein bisschen um. Ja, okay. Ja. Hey. Willkommen auf der Erde. Ach ja, das war eine richtig schöne Szene, ne? Das, auf die habt ihr euch, wenn ihr es kennt, schon gefreut. Und wenn ihr es nicht kennt, dann ist das wirklich eine der Top-Momente so in Videospielen. Einfach, weiß nicht, es ist einfach die Komposition, wie man hier hinkommt, das Finale, diese wunderschöne Geste von Joel und dann ihre Vorstellungskraft und so, die wir sehen können. Das ist einfach echt gut gemacht. Richtig schöner Vater-Tochter-Moment. Ja, einfach geil. So, wir sind jetzt hier kurz an einem Ende für dieses Video angekommen. Ich spiele noch weiter das jetzt hier für alle, die live dabei sind. Wir machen ganz kurz 3 Minuten Werbung und dann gibt es Käffchen noch für mich und dann spiele ich nochmal eine Session. Ich würde nämlich gerne noch eine weitere Folge aufnehmen. Wenn ihr jetzt das als Video seht, dann geht doch mal schnell auf Montauk. Macht da mal Badoinks auf Abo, auf die Abo-Box. Macht die mal so richtig, dass George McCrade sauer ist. Macht, zerfetzt die. Und dann lasst ihr am besten auch nochmal bei allen Videos bei mir auf dem Kanal ein Like da. Bei allen. Einfach alle, muss glaube ich nur auf die Seite gehen, alle anklicken, alle liken, ja. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Kommt relativ schnell, sehr schnell. Deswegen nehme ich die auch am Stück auf. Aber wir haben angefangen mit 2 Stunden, das ist, glaube ich, ganz guter Rhythmus. So, nun kommt für euch ein Rhythmus, und zwar der Stuhl
Wir hatten aber schon Stuhl, nehmen jetzt halt mal das zweite Bier, ein Bier um zwei oder zwei Bier um vier. Macht's euch mathematisch so, wie ihr wollt. Aber jetzt für 3 Minuten könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir sehen uns dann wieder und dann geht's nochmal 2 Stunden mit einer Träne im Knopfloch weiter bei The Last of Us 2 Remastered. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich hab Stuhl!